Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Halt des gesamten Universums. Wassalat, wassalam, rasulillah. Die Frage von heute ist, kann man jemanden in 5 Minuten vom Islam überzeugen? Das ist die Frage. Und wie beantworten wir, liebe Geschwister, eine Frage, wenn uns eine Frage gestellt wird, die etwas mit der Religion zu tun hat? Wie beantworten wir diese, was ist unser wichtigster Maßstab bei der Beantwortung dieser Frage? Ist es Vermutung, ich glaube oder ich kann es mir nicht vorstellen? Oder ist es einfach nur der eigene Verstand, der sagt, nee, kann doch gar nicht sein? Oder was ist der Maßstab? Weil wir haben jetzt vielleicht jemanden, der sagt, nein, das geht nicht. Wir haben jemanden anderen, der sagt, doch, man kann in 5 Minuten jemanden vom Islam überzeugen. Das heißt, es gibt einen Streit. Was sagt Allah, was wir dann tun sollen, wenn der eine sagt so und der andere sagt so? Der eine sagt das Gegenteilige vom anderen. Was machen wir dann? Ja, ayyuhal ladhina amanu. O ihr, die ihr glaubt. Allah sagt im Koran, فَإِنْتَنَزَأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Sache in einem Zwiestreit seid, so führt es Allah zurück zu Allah, zum Koran und zu seinem Gesandten, das heißt zur Sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, wir schauen, gibt es etwas darüber im Koran, gibt es etwas darüber in der Sunna, dass Leute innerhalb von kurzer Zeit den Islam angenommen haben. Denn ich sage ja, man kann jemanden in 5 Minuten vom Islam überzeugen. Aber man muss nicht, dass man es falsch versteht. Denn Allah sagt im Koran, erzählt in Surah Taha, die Geschichte von den Zauberern, die sogar innerhalb von einem Moment, als sie mit Musa zusammen waren und Musa den Zauber von ihm zerstörte mit der Erlaubnis von Allah, da wussten sie sofort, das ist von Allah und haben den Islam angenommen. Jetzt könnte jemand sagen, ja Bruder, das ist etwas anderes, das ist ein Wunder von Allah, klar, da haben sie dann geglaubt. Da sagen wir, ja okay. Aber wie viele Wunder gab es, die andere gesehen haben, haben trotzdem nicht dran geglaubt. Das heißt, wir müssen eben in Erinnerung behalten, die Rechtleitung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gab Sahaba, es gab Leute, die haben gesehen, wie der Prophet mit der Erlaubnis Allahs den Mond gespalten hat und sie haben trotzdem nicht dran geglaubt. Es gibt heutzutage Leute, die die ganzen Wunder im Koran sehen, dass vor 1400 Jahren wissenschaftliche Erkenntnisse erwähnt wurden, die zur damaligen Zeit weder die Griechen, noch die Europäer, noch die, was weiß ich, irgendjemand auf der Welt wusste, die Perser, die Inder, die Chinesen wussten, die dort erwähnt wurden. Und er sagt trotzdem, nee. Es gibt so viele Wunder, die Leute sehen. Es gab zur Zeit von Isa, a.s., Leute, die gesehen haben, wie er Wunder gewirkt hat, wie er Leute geheilt hat, die haben trotzdem nicht an ihn geglaubt. Das heißt, die Rechtleitung kommt im Endeffekt von Allah und Allah kann Recht leiten, wann er will, wie er will und so schnell er will. Dann haben wir Beispiele in der Sunna, wo der Prophet a.s. mit Leuten saß und wo der Prophet mit Leuten saß, diese Leute haben den Islam in einer Sitzung, die weniger als 5 Minuten gedauert hat, den Islam angenommen. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber das war der Prophet. Aber ja, es war der Prophet. Aber Allah sagt über den Prophet, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الرَّسُولِ لَا أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Und dann können wir auch sagen, ja, aber es gab auch Sahaba, die haben Dawa gemacht und in einer Sitzung haben die Menschen Islam angenommen. Das beste Beispiel ist Mus'ab ibn Umair, als er nach Medina gegangen ist. Und das beste Beispiel ist Sa'd ibn Mu'adh, der zu seinem Stamm gegangen ist und alle haben den Islam angenommen, obwohl er noch nicht vor 5 Minuten mit ihnen gesprochen hat. Das heißt, es ist möglich. Es ist möglich. Weil im Endeffekt ist Allah derjenige, der Recht leitet. Warum erwähne ich euch das? Aus 2 Gründen. Der erste ist, ihr müsst lernen, wie ihr auf schnellste Art und Weise Leute zum Islam führen könnt. Und da gibt es ein System für. Zweitens, man muss die Einstellung haben, wenn man mit jemandem sitzt,
dass man ihn nicht einfach so gehen lassen will. Das ist eine Einstellung, die ich sogar lange hatte, die aber falsch ist. Versuche nicht loszulassen. Das heißt nicht, dass du hältst ihn physisch fest, sondern versuch mit ihm durchzugehen, bis er den Islam angenommen hat, weil du weißt nicht, wann du ihn nochmal siehst. Wenn er in der ersten Sitzung mit dir den Islam annimmt, so wie es Unmengen an Sahaba gemacht haben, so wie es der richtige Weg ist, oder nee, man kann nicht sagen, so wie es der richtige Weg ist, so wie es ein Weg ist. Und wer mich auf diese Idee gebracht hat, ist mein Freund Abdurrahim Green, der seit über 20 Jahren Dawah macht. Ja? Direkt mit den Leuten durchzugehen, bis sie die Shahada sagen. Und so haben sie viel Erfolg gehabt, mashallah, tabarakallah. Direkt mit den Leuten durchgehen, bis sie die Shahada sagen. Denn du weißt nicht, was nach dieser Sitzung passiert. Wenn er erst bei den Islam angenommen hat, er hat die Shahada gesagt, du kannst ihn am nächsten Tag anrufen und sagen, hey Bruder, du hast gestern den Islam angenommen. Dann wird er nicht gerne sagen, weil ja, ich habe das zu schnell gemacht, ich will das doch nicht. Sondern er fühlt sich jetzt zu etwas berufen. Wenn ihn aber einfach gehen lässt, du lässt ihn wieder los. Das ist wie jemand, der einen Fisch im Netz hat und ihn wieder ins Wasser wirft. Deswegen, das sind meine Ratschläge. Das ist das Thema gewesen. Alles, was richtig war, war von Allah. Alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.